Willkommen zu einem neuen Video auf Creative HD Gaming. Mein Name ist Maurice und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen coolen 3D-Text in Photoshop machen könnt. Als erstes öffnen wir Photoshop und hier habe ich euch schon mal eine Vorschau gemacht. So sieht das Ganze dann aus. Und ja, fangen wir doch direkt mal an. Ich lösche einmal den Text hier. Und ja, wir nehmen unseren Text-Tool. Ich schreibe jetzt einfach mal Tutorial. Falls ihr wissen wollt, wie die Schriftart hier ist, das ist die Schriftart Hero. Und ja, guckt bitte, dass die Schriftart oder halt die Schrift in weiß ist. Damit klappt es am besten. Und ja, ziehen wir den ganzen Text mal hier in die Mitte. Dann tun wir hier einmal Doppelklick auf die Ebene. Und dann gehen wir hier auf Verlaufsüberlagerung und tun die Opacity, also die Deckkraft, auf 50 runterschrauben. Dann gehen wir noch hier auf Schein nach innen. Tun hier die Farbe zu weiß ändern, tun die Größe auf ungefähr 10 und hier die Deckkraft zwischen 40 und 50. So, was wir jetzt machen, wir tun jetzt einmal hier Rechtsklick auf die Ebene und dann einmal in Smart Object konvertieren. Dann tun wir nochmal Rechtsklick drauf machen und tun hier auf Ebene rastern klicken. So, was wir jetzt machen, wir klicken jetzt einmal Command T. Für alle Windows-User ist es Control und T. Und jetzt müssen wir Control halten und hier mal auf so eine Ecke drücken. Und dann müssen wir hier auf Perspektive. Und jetzt können wir, wenn ihr hier an den Seiten drauf drückt, können wir die Perspektive von dem Text ändern. Und ja, wir machen das Ganze mal ungefähr so. Das gibt das Ganze schon einen 3D-Look. Und ja, ich mache das Ganze noch ein bisschen stärker. Und ja, so, jetzt haben wir den Text. Und was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst Command-Alt zusammendrücken und dann mit den Pfeilen nach oben gehen. Was wir damit machen, wir tun jetzt Kopien von dem Text machen und die ganzen werden ein Stück nach oben gezogen. Wir machen jetzt mal insgesamt 15 Kopien. Also ungefähr, dass ihr Kopie 15 hier habt. Könnt ein paar mehr machen, ein paar weniger. Und ja, was wir jetzt machen, wir tun jetzt die oberste Schicht allein lassen und wir tun alle unteren auswählen, außer die erste, wie gesagt, und das Ganze tun wir jetzt mal auf eine Ebene reduzieren. So, jetzt klicken wir mal auf diese untere Ebene, die wir jetzt gerade erstellt haben und gehen hier einmal auf Verlaufsüberlagerung. Dann müsst ihr hier den Winkel auf 0 ändern. Ups. Den Winkel auf 0 ändern, dann hier den Verlauf umkehren und dann hier die Art noch auf reflektiert. So, jetzt tun wir hier noch da einmal draufklicken und dieses Weiß durch ein dunkles Grau ersetzen. Ungefähr so. Jetzt gehen wir noch hier auf Schlagschatten, tun den Abstand auf 0, Größe ungefähr auf 40 und hier die Deckkraft noch so auf 80. Mit der Größe, wie gesagt, könnt ihr ein bisschen rumspielen. Das Ganze gibt ein bisschen Schatten, aber ich würde es so zwischen, ja, sagen wir mal 30 lassen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ist ein simples Tutorial, aber sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wie gesagt, ihr könnt von diesen Ebenen könnt ihr so viele Kopien machen, wie ihr wollt. Das Ganze gibt halt, desto mehr ihr macht, desto dicker wird dann der Text. Mehr 3D-Effekt hat er dann. Und ja, bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr das Tutorial fandet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch reinschreiben würdet, was ihr den nächsten Freitag für Tutorial haben möchtet.
Ich habe leider noch kein Photoshop oder After Effects CS6. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir noch kaufen werde. Ich werde weiterhin mit CS 5.5 arbeiten. Ich kann ja mal Axli fragen, ob er Basic Tutorials macht von CS6. Aber ja, wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr nächsten Freitag sehen wollt. Und ja, bis dahin, euer Maurice.